Was geht ab, Ladies and Gentlemen? In Pokémon Legend Arceus wurde eine sehr, sehr coole Entdeckung gemacht. Nämlich gibt es ein Areal außerhalb des spielbaren Bereichs, sprich, du kommst dort ohne weiteres nicht hin. Und dabei handelt es sich um einen Raum, ja, welcher sehr, sehr modern aussieht. Und das in der Hisui-Region. Also lass uns das Ganze mal genauer anschauen. Das Gameplay, was ich dabei verwende, ist vom YouTube-Kanal FassFass, ja, hier vor 5 Tagen bereits hochgeladen. Der hat das Ganze aufgenommen und editiert. Herausgefunden hat es aber der Twitter-User Deep Game Research, ja. Sprich, Link zu beiden Accounts in der Beschreibung. Okay, meine Cam ist kurz anders positioniert, sprich, ich sollte nichts verdecken. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze doch mal an. Also, hier seht ihr den Protagonisten. Ja, der steht in einem Raum und hier kann man klar erkennen, okay, der Raum ist sehr, sehr modern gestaltet und das im antiken Hisui. Man kann durch die Möbel gehen, wie ihr hier sehen könnt, sprich, der Raum ist nicht dazu gedacht, betreten zu werden. Entdeckt wurde das Ganze, als ein paar Leute halt mit der, ja, Kameraperspektive gespielt haben und dabei sind sie auf den Raum gestoßen. Der Raum ist halt auch sehr, sehr detailliert. Ja, ein bisschen zu detailliert, als dass der überhaupt keine Funktion hat im Spiel. Und es gibt 2 Theorien dazu. Eine Theorie ist, dass dieser Raum für eine Cutscene gedacht war. Ja, vielleicht wie der Protagonist von der modernen Welt ins alte Hisui gekommen ist. Ja, der ist ja vom Himmel gefallen und vielleicht war der Raum anfangs dazu gedacht, dass der Protagonist hier anfangen sollte, bevor er halt in die Hisui-Region gefallen ist, sage ich mal. Ich meine, da ist eine Nintendo Switch im Raum, ja. Kann sein, dass die Entwickler das kurz vor Schluss, ja, die Idee verworfen haben, einfach weil die vielleicht zeitlich nicht fertig wurden oder weil die mit der Idee nicht zufrieden waren. Die zweite Methode ist da, die vielleicht interessantere, dass das Ganze mit einem DLC zu tun hat. Habe ich ja bereits in einem anderen Video thematisiert, ob und wann wir ein DLC zu Pokémon Legend Arceus bekommen könnten. Ja, verlinke ich euch selbstverständlich oben rechts in der Infobox und in der Beschreibung. Es steht ja ein Raum, ja, dass wir vielleicht ein DLC in naher Zukunft bekommen könnten. Ich meine, der Pokémon Day ist in 2 Wochen. Vielleicht kommt ja dort was zu Pokémon Legend Arceus, irgendwie eine Ankündigung. Wer weiß. Vielleicht bekommen wir mit diesem DLC Hisui in der Zukunft zu Gesicht. Das würde neue Pokémon ermöglichen und beispielsweise das Galar Smogmog auf den Galaktik-Hauptsitz. Das würde das so ein bisschen erklären. Ja, perfekt, Video ist jetzt vorbei. Ja. Das sind so meine beiden Theorien dazu. Was ist denn eure Meinung dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, dann würde ich sagen, möchte ich euch nicht länger aufhalten. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr nicht verpassen möchtet zu Pokémon. Ich möchte euch nicht länger aufhalten und sage, haut darin. Kauft darin.